Für was haben eigentlich die jungen Leute ihren Klimabonus ausgegeben? Wir sind auf den Straßen von Wien unterwegs und fragen sie. Mal sehen, was sie so sagen. Also ich war mit meinen Jungs Smashburger essen, hab die eingeladen und so. Ich hab die einfach auf die Seite gelegt, so zum Sparen. Ich glaube, ich hab sie einfach angenommen und ein bisschen einfach geschaut, was ich gerade brauche. Bei Shoppen. Was hast du dir geholt? Boah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube Kleidung, noch mehr Schuhe. Pegador. Ich habe mir Peso gekauft. Also meine Mutter hat ihn genommen und dann wahrscheinlich für mich irgendwie verwendet. Mir ist gerade der Laptop kaputt gegangen. Ich werde das Jahr einen für den Laptop ausgeben müssen. Und dann habe ich mir, glaube ich, ein paar neue Schlappen gekauft. Ey, bei JD oder Footlocker oder so. Ja, ja, Mann. Jimmy Juice ging sich nicht mehr aus. Und was wird mit deinem nächsten Klimabonus machen? Wir bekommen noch. Wahrscheinlich dasselbe. Boah, ich kaufe mir wahrscheinlich wieder neue Schlappen. Ja, Mann. Stattdessen kaufe ich mir Peso. Ich werde das Schmauswabel retten. Rettet das Schmauswabel. Wird denn auch deine Mutter wegnehmen? Wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich einfach anwenden für die Zukunft, die ich habe vielleicht. In Wien ist es ja so, da hängt es davon ab, in welchem Bezirk du wohnst, wie hoch dein Klimabonus ist. Findest du das fair? Naja, irgendwo ist es schon fair. Ja, wird schon passen. Ich wohne selber in Lesing. Hab selber nicht die besten Verbindungen und so. Nein. Ich finde, die in der Stadt sollten mehr bekommen und die außerhalb weniger. Weil auf dem Bauernhof kostet alles weniger als in der Stadt. Wieso? Für was verwendest du deinen Klimabonus? Schreib's in die Kommentare.